Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion DD2. Ranglistenmodus, rein mit der Burg. Welcome to Nova. Ja, haben wir Lukas wieder dabei. Das heißt, wir räumen richtig ab. So. Sakura-Blumenstart. Sieht schon mal gut aus. Ja, der Sack gefällt mir nicht so. Ich nehme, glaube ich, die Blume mit. Ja. Sakura-Blume am Start. Ready. Yuzora. Grawl. Okay, könnte ein Fürst des Todes werden, könnte ein Eiersack werden. Schauen wir mal. Jo, mein Kätzchen. Ja, es hat ja auch vorzuschauen. Manchmal lassen die den stehen und manchmal verkaufen die den für das gute Zeug. Auf jeden Fall noch ein Blocker rein. Und dann können wir hier so einen Schleim hin platzieren. Wir gucken rüber, Eiersack. Eiersack und ein Proton. Jo. Ja, eine Turtle ist auch die schlaue Variante. Ist halt nur eine Frage, ob ich den reinkriege. Sollte ich eigentlich schaffen. Jetzt erst recht. Ja, aber ich glaube, das schaffen die nicht. Wäre zwar cool, wenn es so wäre, aber ich glaube nicht. Wir platzieren auf jeden Fall einen Schleim. Stimmt ja. Wir müssen ja auch ein bisschen dazulernen von unseren letzten Games. Wie man eine Sakura-Blume richtig platziert. Habe ich ja schon gesehen. Da drüben wäre auf jeden Fall cool, wenn der Eiersack down geht. Aber sieht nicht gut aus. Vielleicht, wenn der nochmal durchkommt. Ah, sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Könnte auf jeden Fall noch einen zweiten Schleim platzieren. Uns dann noch einen Worker gönnen, nächste Runde. Ein bisschen verteilt, das ist sehr gut. Hier drüben mit den Archern, die auch sehr gut weit vorne platziert. Wir könnten weiter Schleime platzieren. Zumindest einen. Wenn das gut funktioniert. Ja, der Eiersack ist ausgeschlüpft, die Hydra ist da.
heißt, auf Magic Grapes wäre eine gute Variante. Gut. Hm. Weiß ich nicht, ob die Blume das schafft. Meine Schleime haben ganz gut was abgewehrt. Die Schnecke ist wenigstens noch down, aber das wird eng. Ah, ärgerlich. Ein Schuss hätte noch gefehlt. Kacke. Ja, wir können so einen auf jeden Fall hin platzieren. Ja, die Worker hätte ich eher holen können, das ist klar. Jetzt muss ich hier halt schauen. Dass ich am besten auf 8 was schicke. Damit ich die Hydra down kriege. Ja, die könnten jetzt hier angreifen, ich werde aber unseren Schleim einfach aufwerten. Und wir können einfach noch mehr davon platzieren. Sollte vollkommen klar gehen. Weil später platziere ich dann noch die Blume hin, aber jetzt kriegt mir die noch nichts. Beziehungsweise den Albtraum, den muss ich auf jeden Fall auch noch hinstellen. Aber ich werde sicherlich einen Dino schicken auf 8. Okay, die sammeln immer noch. Okay, mal die Verteidigung. Ich werde trotzdem den Dino schicken. Wir müssen ja auch ein bisschen Einkommen generieren. Damit ich auf jeden Fall den Angriff auch überstehe. Schnecke mit rein. So. Den dahin. Bist du sicher? Jetzt kann ich nur noch Schleime platzieren. Na gut. Haben wir einen Turtle mit rein. Ja, die Fernkämpfer machen natürlich ganz kurzen Prozess mit meiner Blume. Aber da haben wir uns gerade zwei Worker mit verdient oder einen. Ja, bisschen was durchgelassen. Hier steht aber auch nicht mehr viel. Ich hau die Blume mit hin. Und jetzt könnte man eigentlich ja weiter upgraden. Auf 12. Ist für ihn auf jeden Fall gut. Bei mir ist es Wurst wegen dem Pegasus. Aber das kriegen wir hin. Blume wird unter Beschuss genommen von dem Robo. Aber es sieht sehr gut aus. Schleime haben sich aufgeteilt.
Das geht vollkommen klar. Wir sind mal gierig und brauchen ein paar mehr Worker. Oh, ich platziere noch so einen. Ja, Schleime haben wir übelst viele. Aber die blocken halt auch dafür, dass die so günstig sind. Blocken die halt übelst viel ab. Blumen noch mit rein für den. Für die natürliche Verteidigung. Ja. Kreditor wird uns nochmal nach oben bringen, aber wir sind schon relativ weit oben. Wird wahrscheinlich eher Kampfnarben sein. Aber ich gucke mal, was der arme Lukas macht. Wenn der Kreditor nimmt, dann bin ich wieder bei. Ansonsten bleiben wir bei den Kampfnarben. Ja, die halte ich nicht. Aber ist nicht so schlimm. Er hat gut Schaden mitgekriegt von mir. So. Was wollen wir machen? Retter. Das ist halt Gold, ne? Der Kampfnamen, ich habe auch keine eine dicke Einheit. Deswegen ist das, glaube ich, schon sehr wertvoll. Plötzlich das Schwein, noch eine Blume. Jetzt bin ich vom Wert her auch gut dabei. Ohne den hätte ich ein bisschen was eingebüßt, weil ich durchgelassen hatte und aber zwei Worker mit dabei. Ja, der ist nicht so schlimm, der ist einfach nur so da. Okay, wir müssen gucken. Die Dreieinigkeit. Mache ich mit und dann wahrscheinlich noch so ein Robo oder so. Für die Hydra. Aber ich krieg wahrscheinlich dann nicht wirklich mehr hin. Wir haben ein bisschen was durchgelassen. Das spielt jetzt auch in die Karten, dass wir dann auch noch mehr platzieren können. Ja, ich kann mal hier noch, zwei Worker gönnen. Schwein haben wir auf jeden Fall schon drin. Ich roll mal, weil mir der Stichschaden fehlt. Das ist gut. Das ist auch sehr gut. Die raus dafür. Ja. Ja, ich habe nichts Kleines mehr. Also, so einen Schleim kann ich da links hinsetzen. Ich glaube, das hat den Hintergrund. Wegen dem Schwein. Dass das Schwein in die reinrammen kann. Oh, da kommen wir wirklich gut durch. Also werde ich da vorne noch so einen kleinen Schleim hinsetzen. Oh, da kriegen sie aber wirklich gut was ab. Können wir auf jeden Fall noch Worker reinpushen. Oh, holy shit, also es gibt so viel Geld. Krasser Shit. So, wir setzen hier einen kleinen Schleim hin. Und verstärken mit Seepferdchen. Können wir das upgraden? Ja. Dann mit einem. Der Lebensbinder. 300 Leben. Genau. Super stark.
Er hat jetzt so eine Weißmähne mit hin platziert. Deswegen ist die 14 super gut. Ich muss dann halt so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Aufprall mit reinschicken. Oder Stich. Hier Aufprallschaden für die Kopfgeldjäger. Kriegen wir hin. Und dann wird es halt diesmal kein Robo, sondern eine kleine Echse oder so. Irgendwie sowas. Ja, wir können auf jeden Fall jetzt die Schleime upgraden. Und zwar ordentlich davon. Und dann habe ich noch einen Worker, weil ich setze hier noch einen hin. So, Hermit ist mit drin. Ja, haben wir noch eine Echse rein. Sollte klar gehen. Wir haben eh nur noch 4%, also wenn ein, nur ein bisschen kleines Zeug durchkommt, ist vorbei. Okay, wir haben 400 geschickt, das ist halt auch nicht schlecht, ne? Aber wir gucken mal. Ich habe gut Schleime hingebaut. Bananenbaum steht ja auch. Aber das kann ich nicht alles blocken, wie es aussieht. Aber ist trotzdem gut verteidigt. Wie viel kommt durch? Genug. Das kann der nicht blocken, der Pegasus. Nie im Leben. Ist sogar noch down. Sehr gut. Das war eine gute Runde. Mit zwei guten Sens gewonnen. Geile Geschichte. Sehr gut. Da sieht man meinen Diamond-Rang. Ja, das war eine weitere Runde Legion. Ranglistenmodus. Schaut doch gerne bei den anderen Videos vorbei. Zum Beispiel hier, da habe ich ganz viele Verheerer gebaut. Bis dahin. Entspannten Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.